Thank you.
Thank you.
Das war's. 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 Das war
Bye. Thank you.
Ella. Ja, hallo, Sebo. Spiel der Damen, zweite Regionalliga, DSC gegen DSD. Klares Ergebnis aus Sicht des DSC. Wie ist dein Kommentar? Ja, also ich war nicht überrascht über das Ergebnis, weil die Mädels echt eine ordentliche Vorbereitung gespielt haben. Was mich so ein bisschen ärgert, sind wirklich, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber die Gegentore, weil die Mädels eine Phase haben, wo sie den DSC dann wirklich zu sehr ins Spiel kommen lassen. Das können sie besser und das haben sie auch in der Vorbereitung, auch in den Trainingseinheiten gezeigt. Die Mädels sind ein gutes Hallenteam und das macht echt Spaß aktuell. Die Mädels haben sich das im Endeffekt dann echt verdient und ich freue mich echt auf die weiteren Spiele. Ja, jetzt konnte man während des Spiels so ein bisschen auch die Qualität sehen. Es gibt schon Unterschiede, ganz klar. Ihr seid breit aufgestellt. Was für ein Saisonziel habt ihr? Ach, das kann ich nicht. Also ich bin ja jetzt erst seit irgendwie 2,5 Wochen dabei. Ich kenne die Liga wirklich überhaupt nicht. Diese Modalität mit den zweiten Mannschaften ist halt echt immer schwierig einzuschätzen. Du weißt ja nie, was stellen die Bundesligisten wirklich ab? Was erwartet dich?
Und deshalb ist der Fokus ganz klar auf uns, unsere Spielweise, dass wir das Spiel weiter fokussieren, das Ganze entwickeln und dann gucken wir einfach von Spiel zu Spiel. Es macht einfach Spaß gerade und die Mädels haben, glaube ich, auch Spaß. Und das ist das Wichtigste. Das hört sich ja sehr gut an. Ein Kommentar vielleicht noch zum Gegner, zum DSC. Was sagst du da? Also man sieht schon so vom Altersdurchschnitt, die Mädels sind ja echt jung. Die waren unfassbar müde. Es war auch schon ekelhaft, gegen die Mädels zu spielen. Weil der halt immer wieder, also wenn du den DSC ins Spiel kommen lässt, ist es dann doch schwierig. Also du darfst eigentlich die Mädels nicht großartig reinkommen lassen, musst immer wieder weiter konzentriert bleiben, stark dagegen stellen. Und die hatten auf jeden Fall ihre Möglichkeiten, also so chancenlos waren sie dann auch nicht. Aber ich glaube, dass es auch Altersunterschied bedingt ist, dass wir da einfach konzentrierter und souveräner am Ende raus waren. Okay, Sebastian, dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die Saison. Ja, Luise Linne vom DSC 99, vielen Dank, dass du dich jetzt nach dem Spiel stellst. Lokalderby gegen den DSD, leider doch ziemlich eindeutig verloren. Was geht in dir vor? Ich bin enttäuscht darüber, dass wir das Spiel dann noch so deutlich verloren haben. Wir wussten ja, dass es super schwer wird und wir sind aufgestiegen gerade. Aber ja, ich finde, klar, wir haben uns waren wir echt nicht so gut, aber im Prinzip haben wir uns gut geschlagen, einfach auf den Grund, dass wir zusammengespielt haben. Wir haben gekämpft, wir sind immer wieder, haben uns ein bisschen zu uns zurückgefunden. Klar, haben uns auch immer wieder verloren, aber ich kann nicht sagen, dass ich grundlegend enttäuscht bin, weil ich finde, dass wir als Team zusammen gekämpft haben und das ist das, was zählt und nur so können wir auch in der Liga irgendwie bestehen. Jetzt ist immer schön, Saisonstart ein Lokalderby zu haben, jetzt zu Hause gegen den DSD. Es waren auch ein paar Zuschauer da, es war es gut. Konntest du ein bisschen was von der Halle mitnehmen, von der Stimmung? Ja, na klar. Also jeder, der mich so ein bisschen kennt oder uns, wir finden das total geil, wenn viele Zuschauer da sind. Die Zuschauer waren laut, die waren engagiert, die waren irgendwie bei jedem Pfiff, bei jeder Aktion dabei. Und es gibt einfach nichts Besseres, als vor einer Halle zu spielen, die mit dir das Spiel irgendwie lebt und mit dabei ist. Und ich hoffe, dass das die ganze Saison so weitergehen wird. Ja, das hoffen wir auch. Was traust du deinem Team noch zu für die Saison? Ich traue meinem Team alles zu, um ehrlich zu sein. Ich bin ja purer Optimist, was das angeht. Ganz im Ernst, ich glaube, das wird eine sehr schwere Saison, aber wir funktionieren gerade einfach im Team so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die nächsten Spiele genauso auch in der Höhe ausfallen, sondern ich traue uns wirklich zu, dass wir einige Punkte mitnehmen und die Liga durchaus halten können. Ja, dann vielen Dank, das wünschen wir dem DSC sehr und viel Erfolg für die Saison. Danke.